Vor circa 1,5 Wochen hat die Ziebler den Bericht Wasser im Klimawandel herausgegeben. Er umfasst 31 Seiten. Was kann man denn in diesem Bericht finden? In dem Bericht finden sich Informationen darüber, was in den Alpen in Zeiten des Klimawandels im Wasserbereich passiert. Also welche Maßnahmen unternommen werden, um zum Klimaschutz beizutragen und welche Maßnahmen unternommen werden, um sich an den Klimawandel anzupassen. Und das Ganze eben immer im Wassersektor. Das ist so, sag ich mal, der fachliche Hintergrund oder der fachliche Kern des Berichtes. Dann formulieren wir in dem Bericht unsere Forderungen als NGO, die wir politischen Entscheidungsträgern zu diesem Thema mit auf den Weg geben möchten. Und um diese Forderungen, sag ich mal, auch positiv zu hinterlegen, enthält dieser Bericht doch eine Serie von empfehlenswerten Beispielen aus den verschiedenen Alpenländern, die wir dort vorstellen. Und der Bericht enthält auch weiterführende Informationen im Sinne von Publikationshinweisen und weiterführenden Links auf dem Internet. Sie haben gerade angesprochen, ein wichtiger Bestandteil des Berichts sind eben auch sogenannte Positivbeispiele. Fällt Ihnen jetzt spontan eins ein, das auch in Liechtenstein umzusetzen ist oder eventuell sogar schon umgesetzt wird? Ein Beispiel, was in Liechtenstein schon funktioniert, was wir als positiv bezeichnen, ist der Li-Strom Natur Plus. Das heißt, das ist ein Ökostrom oder ein als Ökostrom deklarierter Strom, der wirklich diesen Namen verdient. Demgegenüber gibt es andere, sag ich mal, Labels, die vielleicht nach Ökostrom klingen, die aber eigentlich negative Auswirkungen auf die Gewässer haben. Weil ein Strom, der zum Beispiel nur aus Wasserkraft besteht, wo die Wasserkraft aber keine ökologischen Belange berücksichtigt, der verdient unserer Meinung nach kein Ökolabel. Aber da ist dieses Li-Strom Natur Plus sehr empfehlenswert, weil dort wirklich die Belange eines funktionierenden Gewässerökosystems, zumindest Minimum Notwendigkeiten, die werden dort berücksichtigt. Sie hatten gerade schon gesagt, dieser Bericht ist eine Entscheidungshilfe auch für Entscheidungsträger, die wichtige politische Weichen eventuell auch stellen werden in Zukunft. Was ist so das große Ziel eigentlich mit dieser Reihe aus 10 Berichten? Unser Ziel ist es, dass wir in Zeiten des Klimawandels und auch in Zeiten auch der Wirtschaftskrise nicht vergessen, dass die Natur unsere wichtigste Ressource ist und dass wir die wir unbedingt erhalten müssen, weil ohne eine funktionierende Natur auch eine gute Wirtschaft oder auch eine Anpassung an den Klimawandel uns nichts nützt. Und das wollen wir eben in verschiedenen Themenbereichen zeigen, dass es dort eine Reihe von möglichen Konflikten gibt, die es zu bedenken gibt, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat.